und herzlich willkommen wieder zu LS zum Chaos-Druck mit Chris, Max, Dorne und René. Hallo. 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 Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. 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 So, genau, wir sind auf dem Aufnahmeserver jetzt, also nicht mehr auf dem Community-Server. So, irgendjemand darf jetzt den Plan erklären, ich habe keinen Bock. Ja, du hast das schon, den Plan. Ich habe den Plan, ja, ich hab ihn, aber ich will nicht erklären. Genau, wir waren jetzt im Anfang Meister wechseln. Wir kaufen jetzt quasi dieses kleine. Hier ist Mais. Diesen, aber den haben wir schon. Den haben wir schon. Ja, beziehungsweise den haben wir schon, genau. Den hängen wir uns jetzt vorne ran ans Ding und dann geht das mal los. Ja, irgendjemand muss ja mitfahren zum Ding hier, ne? Ja, na, ich bin jetzt gleich am Shop. Ich bin schon am Shop. Also, okay, gut. Ich hol mir ja die Seemaschine. Braucht man jetzt für die Seemaschine nicht auch noch eine Gruppe? Wir haben schon welche Gruppe. Oder nee, warte, da ist nichts anderes angesehen, oder? Auf Feld 1 ist hier glaube ich noch nichts angesehen. Oh, auf Feld 15 ist was angesehen. Ja, wir brauchen Grube. Und Biogas. Braucht man Nattlader. Da müssen wir uns einen Gruber kaufen. Warte mal kurz. Welchen Gruber sollten wir uns da kaufen? Den teuersten. Wir haben halt fast keine PS für einen Grober, von dem her. So, was haltet ihr davon, wenn wir das Feld 7 kaufen? Warte. Ist direkt in der Nähe vom Biogasblend und ist das Ding drauf, Mais drauf. Schau mal, wie teuer das ist. Ja. 117.000 können wir uns nicht kaufen. Oh, das war für 6.000 ist das? Ja, und wir brauchen noch einen Grober. Nee, da ist ja schon Mais drauf. Ja, da ist ja schon Mais drauf, dann hätten wir erstmal einen Grund. Nee, geht sich nicht ganz aus, da müssten wir 2 Pfund Holz verkaufen oder so. Also einen Grober brauchen wir danach dann sowieso irgendwie, ne? Naja. Ja gut, wir hätten dann aber halt erstmal Ding, wir hätten dann erstmal die Häckselmaschine verkaufen. Wie hat die gekostet? ...41.000 kriegen wir dafür, plus 20% mehr. Oh. Ja, wenn wir es nicht mehr brauchen, könnten wir es theoretisch verkaufen. Wie Traktor tauschen? Ja, weil der hat weniger PS als deiner. Weil mit den Dingen fahre ich 3 km/h vorne. Oh, das kostet ein bisschen mehr. Ja, müsst ihr jetzt sagen. Ja, dann würde ich schon sagen, dass wir halt irgendeinen Teil verkaufen, was wir jetzt aktuell haben. Feld 7 wäre schon praktisch, nur muss halt sagen, wir brauchen dann auch noch... Oh, hast du gesehen? Ja, wir haben ja beim Traktor was vorne den Dings dran, ne? Eine Schaufel, ne? So eine, wie genau. Nennt man das? Frontlader. Ja. Ja, das geht schon für den Anfang. Aber ja, wäre ich schon, dass wir den... Ja, dann können wir theoretisch auch die andere Seemaschine verbauen. Was, hast du auch einen Frontlader jetzt da dran? Ja, hab ich. Bis. Was? Oder, dann können wir theoretisch die andere Seemaschine auch verkaufen. Warte, ich gucke mal. Ja, dann die Seemaschine mal zum Shop. Genau, wenn wir jetzt erstmal BGA-Zeug machen wollen, beziehungsweise halt Körnermais. Warte, ich mach das schneller. Also, reicht auch für mich so ein Kompaktlader. Hä, warum? Mit Schaufel. Das ist kein Kompaktlader. Nix? Immer no. Du kriegst einen Traktor mit einer Schaufel. Du kriegst nur eine Schaufel, Alter. Welche Seemaschine ist denn das? So, soll ich so schaufeln? Alles klar. Deswegen brauchen wir auch nicht die mehr. Die musst du dann tragen. Genau, die musst du dann tragen. Du rufst dann schon wieder so rum. Was? René. Mit welcher Maschine fährst du, mit welcher Seemaschine fährst du, Markus? Mit der neuen Fahrung, ne? Ja, mit der neuen, genau. Denn die alte, ja... Oh. Boah! Wie das driftet da. Oh. Ja, aber ich meine, wir können dann auch den Ballenlader und die Ballenplätze verkaufen. Die weil, Garage. Wenn wir ja nicht mehr sowas herstellen, dann brauchen wir das Zeug ja dazu auch nicht. Ja, wir werden das später frei noch herstellen. Es geht jetzt bloß darum, dass wir das Feld kaufen können. Okay, gut. Ja, also dann, nicht, ne? Aber wenn wir jetzt die Seemaschine verkaufen. Was machst du da? Was? Machst du da? Ich wollte die anhängen. Und dann? Dann da zum Feld fahren. Warum zu denn? Stefan, steig mal aus! Na zu dem Feld da zum Verkaufen, oder nicht? So, ja.
Soll ich das Feld dann kaufen? Oder beziehungsweise würde ich die sogar behalten, ich würde die gar nicht verkaufen, weil jetzt haben wir noch genug Geld für das Feld. Was? Ja, noch nicht. Wir müssen noch irgendwas verkaufen jetzt. Aber jetzt haben wir mehr als genug. Also ich würde jetzt die restlichen Maschinen würde ich auch behalten. Dann kaufe ich das Feld, oder? Ja. Schau mal bitte, ob du dir ein Ding ranhängen, eine Hydraulik dran machen kannst, Wadi. Warte doch mal. So, Feld gekauft. Wir müssen ein bisschen vorspulen, weil das ist noch nicht ganz fertig. Ja, spule auch vor. Okay. Brauchst ja nichts, ja. Willst du dann häckseln, Chris? Mir ist das wurscht, ich fahre auch nebenher mit dem Hänger. Oh, ansonsten gar nichts übernehmen. Ich mach das gerne. Ja, dann müssen wir einfach jetzt mal warten, bis das Feld fertig ist. Ich habe jetzt nicht geschaut, wie viel Hektar das hat. Mist. Aber es ist ja nicht wirklich groß, nur das Feld. Ja, habe ich. Kannst so, abhängen, dann, ja, zack. Ja, es hätte auch gereicht, wenn du nur das hintere Teil abhängst, ne? Ja, es ging ja gerade nicht. Ja, doch geht. Du musst einfach G machen, dass du den Gerät wechselst. Ja, ja. Halt. Was ist denn da? Ja, der hängt das nicht ab. Geh mal da raus. Fertig. Geh mal da raus. Ja, oh. Wir hatten einen Häcksler gerade. So, der hat doch gar keiner. Wir hängen erstmal die ganzen Geräte um. Ah, hallo BGA. Logisch, dass du es runter machen musst, ne? Schau mal aus. Achso. Achso, ja, dann nehme ich den. Oder? Nee, passt schon. Ich wollte den roten. Steig aus! Keine Rampe zu hoch, ne? Ja, dann ich kann das Ding gar nicht anhängen, ne? Haben wir nicht zwei Anhänger? Wie, du kannst die nicht anhängen? Ich kann das nicht anhängen, das vorne. Ja, haben wir. Dann können wir mit zwei Anhängern... Hier drauf kurz. Wir können ja mit zwei Anhängern abtanken. Ich kann das nicht anhängen. Guck, die Waage funktioniert. Nein, okay. Nein, die funktioniert ja, sogar. Wir brauchen einen Traktor. Die hat schon beim letzten funktioniert. 997 Kilo. Easy. Ja, wenn dann aber den kleinen hergeben, Buddy. Ja, ich will gerade gucken, ob ich noch irgendwas ändern kann. Willst du jetzt baden gehen oder was? Ich guck mir das mal an hier, Gerstenfisch an. Er guckt sich das nur mal an. Ja. Mein BGR. Wir brauchen einen Traktor. Für was? Ja, für das scheiß, den Häcksler da vorne. Braucht der? 150 PS und mit dem blauen, das fährst du 4 km/h und mit dem roten, den wir haben, den stärksten, kann den nicht anbauen. Mit dem roten fahre ich gerade 30. Du musst 35. Das Ding mal ab. Du musst es auch anschalten. Ja, genau, schon, anschalten. Die fahren aber alle nur so langsam. Nein, die fahren 9 km/h oder so. Ja. Yeah. Müssen wir Hänger mit? So, hätten wir nochmal gesagt, ne? Ich kann mir nicht noch einen Hänger kaufen, oder? Wir haben schon 2. Aber es war kleine. Ja. Ja, wir sind ja eh dann direkt in der Nähe von der BGA. Stefan, hast du jetzt schon einen Traktor mit? Ja, dann will ich noch so einen holen. Nee, nicht. Noch so einen grün. Den wir jetzt haben, würde ich kaufen. Werden aber nicht so schnell. Werden aber nicht so schnell voll, glaube ich. Wir reden jetzt nur 2,2. Ja, der ist den roten Traktor. Da sitzt ein. Wer ist ein? Wo ist der Hänger? Oh, jetzt kannst du rein. Ich fahr gerade mit einem Hänger hoch. Also mit dem kleinen? Mit dem ganz kleinen, ja. Also dann hast du den anderen roten Traktor, oder? Ja, mit dem stehe ich hier gerade oben mit dem Hänger. Der eine steht hier oben, Barfeld 15. Der rote. Okay, weil einen brauchen wir dann für die BGA. In der Tat.
Warum? Zum Schaufeln. Ach, der Blau. Ja, das dauert aber nicht mehr, bis wir das denn haben. Haben wir denn Schaufeln? Ja, 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 am Hof. Schaffen. Aber die ist nicht teuer, wenn wir erkennen. Kaufe ich noch eine. Schon Hänger oben im Feld? Ja. Ich bin unterwegs. Oh, das ist selbst gern, wo die Bäume noch gar nicht gewachsen sind. Ja. Das ist vor der Community-Aktion, wo wir sie Harvester geliehen haben. Ja, weiß. Ja, das war genau dann, wo du gesagt hast, du machst ein Ding jetzt auf. Und ab den anderen hab ich runtergeladen. Ich hätte auch jetzt den aktuell nehmen können. Nee, passt schon. Ey, nicht das Auto dreckig machen. Ich hab das vorher gewaschen. Ja, jetzt muss ich auf den Fall dreckig. Ja, steig ein in den Träger oder? Ah ne, du wolltest fahren, ne, Donne? Jo. Komm her, dann häckselst du, dann fahr ich mit dem Träger nicht mehr. Ja, nochmal kurz hier anschauen. Da fehlt aber noch, da fehlt noch ein großer Träger, oder? Wir hatten noch zwei große rote. Ja, wir hatten zwei. Ja, ich fahr den noch gerade. Und den anderen? Der eine steht am Hof. Nee, das ist ein kleiner. Nee, den kleinen haben wir hier. Den kleinen roten? Da wo die beiden Dings dran hängen? So, ja, keine Ahnung, wo der andere denn ist. Ist der am Feld 15? Guck mal schon, Bill. Ah, jetzt. Ja, Bill, da. Komm. Soll ich den Trecker runterdrehen? Der fährt doch gerade Kammer. Ich bin jetzt auf 9. Ja, jetzt, das hat den... Bis 9 Kammer. Das kann dauern, ne? Was machst du? Fahr weiter, fahr weiter. LOL. Okay, das war komisch. Das war, ja, das war wirklich strange. Ich hab einfach den Hänger hinten. Kann ich auch machen eigentlich, ne? Ja, mit Überlader hinten dranhängen. Was? Ne, du kannst aber den ganzen Hänger da hinten dranhängen. Eigentlich ja. Ja, schon, aber den musst du ja dann immer wieder ab. Ja, und? Daran das Problem? Noch einer nebenher fahren. Ja. Ansonsten spielen wir so unrealist. Warum? Du kannst ja einfach hinten dranhängen. Apropos unrealistisch. Hau da jetzt nichts mehr rüber. Keine Ahnung, weil ich vielleicht zu weit bin. Nahhänger steht. Du hast schon mal eine Schaufel. Wie voll bist du? 1800 war jetzt eine Tour. Also eine. Na, Stefan, nimm die Schaufel. Das ist, zwei, mit, ne? Das ist aber ganz schön viel, Mann. Ist das hier mit dem Radler? Also. Klar, ich apropos unrealistisch, da kommst du mal mit dem Pickup mit dem Hänger hinten dran. Ja, das habe ich gemeint. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, warum lade ich nicht rüber? Jetzt. Hallo. Ja, am Anfang bin ich immer ein bisschen langsamer, muss erst beschleunigen. Dann gibt er irgendwann Gas. Genau. Man hat da einen Frontlader jetzt? Ja, wenn du anderen roten hast, dann hat er das. Die alleine roten haben das. Ja, da muss ja aber noch dran gebaut werden. Nee, muss gar nichts angebaut, du musst ja bloß den Ding hier holen. Steht denn das? Am Hof oder? Und ist Schaufel, und ist weit. Nee, grün ist die Schaufel. Oh. Also einmal runterfahren ist Hälfte voll mein Hänger. Ja, der Hänger ist auch nicht groß. Da auch nur 4,4 Meter. Man auch 2,2. Deswegen war es 2,2 Meter. Ja, ich habe zwei Bahnen gerechnet. Ja. 54%. Ne, wir haben nur eins, so ein Frontladerteil, ne? Okay, dann haben wir das auf dem Community-Server schon gekauft. Auf nochmal ein.
Ja, aber dann muss ich noch zum Shop. Noch, ne? Noch zum Shop. Ach, da hinten bist du. Aber nichts. Also müssen wir jetzt als allererstes jetzt Ding kaufen, eine Seemaschine, ne? Eine Ding, eine Gruppe. Ja, wollen wir schauen, weil wir ganz klein, ganz nur 3 Meter Gruppe fahren mit unseren Traktoren. Der. Ist ein bisschen schwierig noch. Ja, wie gesagt, von dem Feld hier kommt ja ein bisschen Silage raus. Mhm. Die Seemaschine am Shop, der ist super geparkt, ne? Echt? Ja, die steht dezent im Weg. ich kann jetzt aber nicht viel, nicht die komplette Bahn mitziehen. Ich sag dann Bescheid, wenn du anhalten musst. So. Passt schon. Ja, stimmt, rein theoretisch ein bisschen drüber schwenken zu rennen, ne? Komm mal noch zu mir? Komm mal noch hier rüber. Versuch mal ein bisschen gerade zu werden hier. Ich bin jetzt bei 97. Ja, der nimmt halt nur gerade wenig. 99. Oh, jo, macht er. Jawohl. Ideal. Gibt bei dir auch was ein oder? Haben wir denn jetzt das Schaden? War gerade keine Textur da, deswegen. Ah, die BGA schaut eigentlich gut aus, ne? Hallo, Stefan. Hm? Hallo. Ja. Stefan schaut sich schon mal sein Arbeitsgebiet für die nächsten 50 Folgen an. Stefan ist gerade am Shop. Also. Ja, hat er vorhin gemacht zumindest. Kann sie nicht ankoppeln. Oh, die kannst du ankoppeln. Nee. Oder warte mal, ich schicke auf den Ketten, ne? Geht nicht? Mhm. Ne, das ist meiner. Ja, musst du mal probieren, also ich kann den nicht ankoppeln. Ja, ich gucke, ob das Teil was dran ist. Erst 6. Na dann. Jetzt hat er es dran. Lol. War da noch was drauf gewesen oder was? Hä? Ach, hatte ich diese Bolzen da. Ja, das ist das Frontladerteil nicht. Hab ich gerade gekauft. Ach, im Übrigen musst du mit Steuerung I hier abkippen, ne? Ja, kannst nicht einfach so abkippen, musst du Steuerung I abkippen. Also halt, dass du halt hier ablädst. Das weiß ich schon. Was ist eigentlich mit der Seemaschine? Kann er erstmal stehen bleiben. Super. Das hätte ich jetzt mit hochgenommen. Nee, die brauchen wir nicht. Das ist eine andere Seemaschine. Ich weiß nicht, ob du den Feldtext oder... Ein bisschen rundherum sehen. Das Teil vom Häcksler dreht sich rundherum und herum. Jo, aber ich würde mal sagen, ihr dreht euch erst in der nächsten Folge weiter rundherum. Wenn es euch gefallen hat, Daumchen nach oben und bis morgen. Tschüss. Tschüss. Ciao.